So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video mit Don Matteo unterwegs. Österreich am Start. Ihr seht das hier schon am Bahnhofsschild. Klagenfurt, unser Ausgangspunkt auf der neuen Drautalbahn von SSLO, ist heute unser Thema. Wir fahren mit dem Railjet 110 Hohe Tauern, wie er sich nennt. Der steht da auch schon bereit. Über diese schöne Strecke, dem Wörthersee entlang nach Villach und dann bis Spital-Millstätter See. So der Plan. Und ja, ihr seht, die Strecke hat auch schon update-mäßig was mitbekommen. Und zwar hat Tobi das TF oder das Triebfahrzeug, wie er sich nennt, da im Forum, hat die Vegetation und die Gleise angepasst und Alpha-Abteilung. Ebenfalls ein User aus dem Forum hat das Signaltechnische umgebaut bzw. angepasst, so wie er das für richtig hält. Und wir dürfen dieses Update jetzt einmal fahren, hier ausgehend von Klagenfurt. Und ich würde sagen, ich rüste den Zug auf und dann alles Weitere während der Fahrt. 16:42 Uhr ist Abfahrt und wir wollen doch pünktlich losdüsen. Viel Spaß! So, ich muss da kurz noch die Batterie einschalten. Genau. Das Licht und die Federspeicherbremse löse ich auch gleich. Genau, dann schalten wir Richtungswender nach vorne. Machen noch die ÖBB-Türsteuerung an. Und öffnen dann schon mal die Türen. Genau, dann den Panto hoch. Und wenn es dann blau smilet hier, genau, knallen wir den Hauptschalter rein. Schalten die AFB noch an. Und die stellen wir bei 40 ein. Dann machen wir noch die Zugsammelschiene an. Ja, das wär's dann, glaube ich. Ja. Licht haben wir mit unserer 11:16:225 und hinten der Steuerwagen des Railjets. Dann wäre soweit alles bereit zur Abfahrt. Ich mache dann noch kurz die Lokbremse an und löse das Bremssystem. Ja, Hohe Tauern heißt der Railjet 110 und der geht dann eigentlich im Endeffekt bis nach München Hauptbahnhof, wo er in ja, 16:42 Uhr Abfahrt in Klagenfurt und in München Hauptbahnhof 21:42 Uhr Ankunft, also knapp 5 Stunden oder ziemlich genau 5 Stunden unterwegs. So, wir haben die Türen, die sich da schließen. So, und ich muss jetzt gegen Rot anfahren. Das ist etwas, das nicht ganz okay ist, aber ihr habt gesehen, das Signal schaltet erst dann, weil sonst bleibt das auf Rot stehen. Thank you.
da wollen wir doch mal ausfahren in Richtung Villach, dem schönen Wörthersee entlang. Was war das jetzt? Eine PZB-Zwangsbremsung? Gut. Konnte ich jetzt nicht genau nachvollziehen, weshalb. Es kann aber sein. Ja. Es kann aber sein, dass es mit dem Update der Signale eine Rolle spielt. Bin ich nicht sicher. Schauen wir mal. Die Geschwindigkeit war es ganz sicher nicht, weil ich bin noch unter 40. Jetzt habe ich sowieso eine Beeinflussung durch die Zwangsbremse. Schauen wir mal, was da alles noch passiert. So. Wir haben jetzt noch das Wechselblinken. Die SIFA. Ich nehme das jetzt einfach mal so raus und gehe mal hoch. Der Roadrunner hat mir da gezeigt, dass wir da schon wieder aus dem Bereich raus sind. Krumpendorf, unser nächster Halt. Wie gesagt, es ist ein Vegetationsupdate drauf und ein Update der Signale für die Vegetation und die Gleise zeichnet Tobi das TF zuständig und für die Signale die Alpha-Abteilung. Es wurden auch etwas Schiffe auf das Wasser gepflanzt, auf den Wörthersee da auf der linken. So,
sodass es nicht ganz so karg aussieht. So, und wir bereiten uns jetzt schon mal auf den ersten Halt vor da. Krumpendorf. So. Bin jetzt schon wieder etwas hinter der Zeit, aber das ist ja jetzt mal sekundär. Ich löse da die Bremsen, mache die Lokbremse an, um den Zug zu halten. Und weiter geht's. Pörtschach am Wörthersee. Ja, die Drautalbahn, die geht eigentlich von Maribor aus. Geht dann über Klagenfurt, ja genau, über Klagenfurt. Dann geht sie über Villach bis nach Spital Millstätter See und dann über Lienz nach Vierschach. So sehe ich das da in der Karte. Das ist eigentlich diese sogenannte Drautalbahn, auf der wir jetzt aber eben nur den Abschnitt zwischen Villach und bzw. Klagenfurt-Villach und Spital Millstätter See fahren werden. Da im Railjet 110 nach München.
Schach. Voilà. Willkommen in Pöttschach. Dann geht's weiter nach Velden, Velden am Wörthersee. Unserem roten Bandwurm dem schönen Wörthersee entlang. Ja, es sind manchmal einfach kleine Sachen, die eine Strecke sofort viel mehr aufwerten. Ja, es gibt halt immer Sachen, wo man sich drüber streiten kann. Aber mir geht es darum, dass man Strecken hat zum Fahren. Und ja, ich finde es jetzt wirklich cool, dass man da von Klagenfurt aus starten kann und dann auch über den Tauern, über die Tauernbahn weiter kommt. Das, ja, das Szenario geht ja dann auch weiter. Das ist ein Mehrteiler. Und ja, mittlerweile ist ja auch so, dass wir praktisch die ganze Strecke eigentlich fahren könnten. Das heißt, wie gesagt, über die Tauernbahn, da gibt es die Strecke, dann bis Schwarzach-St. Veit und dann Bischofshofen
Salzburg, das gibt es auch alles. Dann Salzburg-Rosenheim und Rosenheim-München, das können wir alles fahren hier im TS. Also wir können das alles nachstellen. Ist doch eigentlich toll, oder? Wenn man so einen Streckenverlauf 1 zu 1 nachbilden kann. Man sitzt dann halt allerdings 5 Stunden am PC, bis man das alles gefahren ist, und das ist halt dann schon noch etwas lang. So, Velden am Wörthersee, unser nächster Halt, auch bekannt durch die Fernsehserie Ein Schloss am Wörthersee. Da gibt es nämlich das Schlosshotel hier in Velden, das als Filmkulisse gedient hat. Fährt. Velden am Wörthersee. Ich weiß gar nicht, wenn man da kurz hochfliegt, sieht man das Schlosshotel. Ist es da irgendwo gebaut? Müsste irgendwo hier sein, oder? Anyway, in Velden ist das Schlosshotel von der Serie Ein Schloss am Wörthersee. Villach, unser nächster Halt. Sobald es die Vegetation einfach etwas, ich sage jetzt mal, vielleicht etwas üppiger ist oder etwas abwirkungsreicher, dann spielt es auch nicht mehr so eine große Rolle, wenn da links oder rechts der Trasse da die grünen Flächen hervorkommen, weil das ist ja in Realität auch so. Aber wenn es einfach, wenn es so üppig ist und so leer ist und nichts, ja,
ausgeschmückt und so, dann hat man sofort das Gefühl, es sei einfach so nur dahin geklatscht. Das steigt hier ganz schön, ne? Dann hat es halt auch einen speziellen Charakter. Es wirkt halt dann einfach so lieblos. Aber so ist natürlich super. Wirklich toll zum Fahren. Das ist eine richtige Achterbahn da. Und wieder runter. Nach dem Motto auf und nieder, immer wieder. Und wieder hoch. Ein richtiges Achterbahn-Feeling da. Föderlach. Vorsicht am Bahnsteig. Schöne Brücken. Thank you.
in etwas früh in der Zeit. Da können wir es da gut. Muss dann langsam schon auf die 110 vorbereiten. Was war das jetzt für ein Signal? Vermutlich ein Signalfehler. Genau, das hat gespuckt, das Signal. Dann gehen wir da mal. Einfahrt für Villach da. War jetzt etwas speziell da, das vermute ich auch durch das Update wurden da gewisse Sachen geändert. So, da wären wir in Villach. Wenn das da auf Fahrt steht, sollte man das eigentlich gar nicht bestätigen müssen. So, diesen Villacher Bahnhof, den kennen wir bereits wieder von einer anderen Strecke schon, die dann da vorne links weggeht Richtung Villach Güterbahnhof oder so, wie das heißt. Na, wie heißt es wohl? Villach Westbahnhof, so wollte ich sagen. Villach Westbahnhof. Wir haben jetzt aber mal einen Halt und wir gehen dann da vorne geradeaus in Richtung Spital Millstätter See, der Drau entlang. Das ist eben auch ein neues Verbindungsstück, das es so bis jetzt nicht gab.
kurz schauen, da ist ein Talent. Vielleicht können wir da noch erhaschen, wohin das der geht. Der geht ins Nirvana. Graz. Okay, wir steigen mal wieder ein, so dass wir dann auch bereit sind. Ich mache da noch kurz die Lokbremse und löse da schon mal alles. Bei 16 soll es weitergehen und 38 sollten wir dann im Spital Millstätter See sein. Mal schauen, ob wir das schaffen. Die Ausfahrt nach links, das ist eben die, die wir kennen, nach Westbahnhof. Dann kommt noch der Kollege, ein Wiesel-Steuerwagen, City-Shuttle-Steuerwagen, nicht Wiesel, sorry. Der berühmt-berüchtigte City-Steuerwagen. Da links von uns ist die Drau, an der wir jetzt ein wenig entlang fahren.
gemütlich mit 90 da der Drau entlang schlängeln. Bei schönstem Wetter. Beschleunigen. Ist aber von kurzer Dauer, wie ich gleich sehe. Das Fabrikgebäude. Auch mit Gleisanschluss. Schubsignal. Scheinbar sind da so Abstellgleise. Für Güter die Bahn. So, jetzt können wir dann auch wieder etwas Leistung aufschalten.
jetzt noch gut 24 Kilometer. So in etwa 13 Minuten, bis wir unser Ziel Spital Millstätter See erreicht haben. Die Innenansicht ist im Chat immer noch etwas, ja. Steril oder clean. Allerdings muss ich sagen, ich selber bin noch nie in einem Railjet gefahren oder mitgefahren. So. Ich kann es also nicht beurteilen. Ja, das ist einmal eine schöne Ansicht. Ja, und die Drau kommt zu uns, sie geht wieder weg, sie kommt wieder zu uns. Dann geht das da hin und her. Ist sie wieder bei uns, da links. Immer mal wieder ein
Bahnsteige da für den Regionalverkehr. Jetzt haben wir sogar noch Aussicht auf noch etwas schnelleres Fahren. Je näher wir an Spital Millstättersee kommen, Kerzengerade. Ein Autozug. So, gut 7 Kilometer noch. Dann wären wir an unserem heutigen Endziel angelangt. Hier auf der Fahrt bei der neuen RSSL-O-Strecke, die Drautalbahn, mit dem Update von Tobi das Triebfahrzeug und von Alpha Abteilung, die die Signale getauscht, dran gepasst hat, wo nötig. Mir gefällt die Strecke, ich muss sagen, das ist, jetzt macht Spaß. Schauen, dass ich vielleicht sicher noch das ein oder das andere Mal darauf fahren werde, auch privat ohne Videos. Kommt halt jetzt einfach darauf an, ob es dann Szenarien gibt für diese Strecke. Hoffen wir doch.
so dass man dann eben auch fahren kann da drauf. Geschwindigkeitsprüfabschnitte sind auch vor Ort da, die gibt es auch hier in dieser Strecke. Also die schauen dann, dass man nicht allzu schnell daherkommt. Ja, das ist also die Einfahrt nach Spital Millstätter See. Wo wir 38 ankommen sollten. Ich denke, das passt nicht schlecht. Gar nicht, ich habe hier keinen einzigen Schutzstreckenabschnitt jetzt mitbekommen, oder habe ich das vielleicht aus Versehen gar nicht beachtet? Das würde mir dann leid tun, wenn ich den übergangen hätte. Ich achte normalerweise darauf, aber vielleicht gab es ja auch keinen, ich weiß nicht. So, Spital Millstätter See, und damit auch unser Ende des Szenarios mit diesen Bildern, mit der ausfahrenden Regionalbahn, dem Talent, der da in Richtung Villach losdüst, verabschiede ich mich. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, und wie gesagt, gerne beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Lust habt auf mehr solche Videos. Dann schaltet wieder ein, wenn es heißt mit Don Matteo unterwegs. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss zusammen.